Triebel von dem Galaktik vor dich heraus. Und von dem Galaktik sitzt Charmia, nein. Und gar kein Problem. So, wie wär's denn mit Fußkick? Was zurückgeschickt, das gibt's ja nicht. Kratzer. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann man die ganze Zeit nur mit attackieren. Ja, bisher war es auch nicht besonders. Oh, Level 5 für Chaos K.O. so schnell geht's. Ja, die haben wir bald auf einem Level. Als ob ich mit so einem Pokémon überhaupt eine Chance hätte. Du gewinnst Geld. Die Siegkraft kannst gegen den Rockdrübel hervor. Na, großartig. Von einem dummen Bike aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit den K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Haha, wer zuletzt lacht, lacht eben immer noch am besten. Du hast zu früh gelacht. Klick. Es ist von innen abgeschlossen. Ja, wo wir wohl den Schlüssel zum Kraftwerk finden, ich weiß nicht. Da bin ich für planlos. Und das Haus ist noch nicht eingegangen, oder? Die war wirklich damals. Also meine Stimme kratzt langsam ab. Sorry. Ich hoffe, ich halte das noch ein bisschen aus bis Ende des Parts. In der Aufnahme. Ein bisschen würde ich gerne noch spielen. Haha. Hier geht's jetzt weiter. Da unten wollte ich noch mal gucken. Ach ja, hier waren wir glaube ich schon. Ich erinnere mich. Dann vielen Dank. Hallöchen, Rüpel. Halt den Schnabel und rück den Honig raus, und zwar bis auf den letzten süßen Tropfen. Tu, was wir sagen. Team Galactic braucht den Honig, um möglichst viele Pokémon damit anzulocken. Hey, das ist jemand. Was machen wir nun? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bein seinen Mund hält. Rüpel von Team Galactic fordert dich heraus. Rüpel von Team Galactic setzt Wampel ein. Los, Takiro. Bald können wir mal das Team, das Starter-Pokémon, das Anfang-Pokémon wechseln. Das hat jetzt für den ersten Orden weit vorne. Ein bisschen Abwechslung würde auch nicht schaden. Ja, mein Rocket Rüpel. Naja. Dann könnten wir auch Chaos K.O. kämpfen lassen. Jetzt mit Level 7. Und weiter kämpfen. Und dann kommen mit Vergeltung. Machen wir Platz. Oha. Ja gut, das ist ein bisschen Zierer-Klumpen. Da muss noch ein bisschen nachgetreten werden. Oder nachgeschlagen werden. Gekickt werden. Sorry. Herzner.
Die Situation verhärtet sich. Oha. Drastisch. Na komm, aber das wäre doch gedacht, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen würden. Der Herz, nimm dich so viel du willst. Kriege ich doch trotzdem. Auch wenn es Stunden dauert. Besiegt. Ich wollte gerade sagen, geht das noch? Level 8 für Chaos Chaot. Sehr schön. Rübe von Team Galactic besiegt. Und genau deshalb werde ich wohl immer ein unbedeutsamer Gruppe sein müssen. Um den 648 Pokémon dann existiert der Kampf gegen Team Rocket Rübe hervor. Mensch, ist das peinlich. Die werden mir bestimmt den Lohn kürzen. Jetzt bekommst du das mit mir zu tun. Hehehe. Ich habe die besseren Karten, da du dich im Kampf gegen meinen Kollegen bereits ausgebaut hast. Du hast ja keine Ahnung. Ausgepowert. Das ist nicht den kleinen Finger habe ich berührt. Das ist noch nicht, was das ist. Macholo hatte Langeweile im Kampf. Das war jetzt hier wirklich recht unspektakulär. Ausgebaut, sagte. Das kriegt Macholo mit links hin. Mit links und 40 Grad Fieber. Im Schlaf. Fußkick. Müssen für Abwechslung sorgen. Na gut, die Attacken sind nicht mehr effektiv, deswegen dauert es hier ein bisschen länger. Aber prinzipiell nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Achso, wo man Kopfzerbrechen vornehmen müsste. Team Galactic Rübe ist jetzt immer unproblematisch. Maximal unproblematisch. Team Galactic Rübe besiegt. Hätte ich doch bloß ein paar starke Pokémon. Wohl sieht man 4 Pokémon oder Gestikkräfte im Kampf gegen Team Galactic Rübe hervor. Diese Rotznase ist zu stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist eigentlich echt groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Schlüssel gedroppt. Oh, was für ein Ding. Was ist das für ein Ding? Diese Typen müssen es hier vergessen haben. Es ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Wer das ahnen können. Ich kann damit nichts anfangen, nimm du ihn. Du hast den K-Schlüssel. Wofür das K wohl stehen mag. Du verstaust den K-Schlüssel in der Wahrseite im Tasche. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren nicht nur seltsam gekleidet, sondern haben auch völlig Würste geredet. Wer weiß, was das für Leute waren. Ich würde zum Dank gerne etwas schenken. Hier, bitte. Du hast Glas Honig. Das, was die Schurken direkt abknüpfen wollten. Ja, wozu dann der Stress, wenn du es eh abgeben willst? Ach, was ist das? Ja. Keine Ahnung. Verstaust das Glas Honig in der Trainingstasche. Wenn du etwas Honig auf eine Rinde eines süß riechenden Baums schmierst, lockst damit vielleicht ein Pokémon an. Wollen wir gleich mal ausprobieren? Ein Exempelbaum. Ein Exempelstatuen. Möchtest du die Rinde mit Honig beschmieren? Mach mal. Die Rinde wurde mit Honig beschmiert. Episch. Und hier kriegen wir ein Shaman geschenkt.
Wenn ein Baum, den du mit Honig beschmierst hast, nach einer Zeit stark wackelt, könnte ein seltenes Pokémon hinterstecken. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie wirken frischer als alles andere in der Sinnoh-Region. Findest du nicht auch? Das flanken wie den Pokémon, weißt du? Ich weiß. So, genug auf den Augen von Kuri rumgetrottet. Auf zum Kraftwerk. Etwas Honig kaufen. Warum nicht? Ein bisschen Honigvorrat. Schaden kann es nicht. So, auf ins Kraftwerk hinein. Ist schon abgeschlossen. Möchtest du den Karschlüssel verwenden? Auf geht's. Klick. Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Ja, ein bisschen einmal das Pokémon Center dürfte nicht schaden. Und dann würde ich gern mal Chaos K.O. nach vorne sitzen. Kann ein bisschen trainieren. Und Mary nach oben. Kurz im Pokémon Center, dann ab ins Kraftwerk. Machen wir's. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir eine Pokémon Wette machen? Ja, warum lese ich den Text immer wieder vor? Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Wir probieren uns bald wieder. So, Kraftwerk, ich komme. Auf geht's. Hinein dort. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Das hätte ich die Tür gar nicht erst abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bericht erstatten. Haut ab. Ein Snackautomat. Hallöchen, Rüpel. Ich mache hier kein Späßkindchen. So handhabt das ein Profi. Du ein Profi. Naja. Rübe von Team Galactic wollte ich raus. Mit einem Panikron. Los, Chaos Code. Ein bisschen Training hier. Und 8 gegen Level 11. Typenspiel, Klaps. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Naja, das dauert jetzt ein Weilchen. News, erster Kampf. Muss aber richtig gebildet werden. Und wenn ich hier, wo dann? Bei einem Rocketriebel kann man es ja austoben. Guter Training hier. Ja, halt nur die eine funktionelle Attacke. Wenn ich das richtig sehe. Minuten später. Boah, jetzt kann's.
glaube, die bringen dann auch irgendwann mal nicht mehr viel, wenn es zu doll gehärtet wurde. Ja, es scheint wirklich nichts mehr zu bringen. Dann können wir noch das hier ausprobieren. Aha. Das bringt nicht mehr wirklich viel. Hüpfvorstangen, gucken wir mal, wechseln. Dann kann Mary mal ein bisschen rankommen. Als nächstes. Macht Chaos Karl gut. Und los, Mary, mach den Rest. Donnerschock. Los, Marie, Donnerschock. Sehr schön, ein Volltreffer. Besiegt. Und Level 10 für Chaos Code. Amnesie erlernt. Also jetzt Verteidigung. Am Schlag. In der Video vom Energiefokus. Vergessen. Und Abschlag erlernt. Rübel von Team Galaktik besiegt. Und du hast meine ganze Arbeit zunichte gemacht. Du hast 704 Punkte und wir siegen aus dem Kampf gegen den Rocket Rübel hervor. Gut. Hier immer noch einen Trainer und dann geht's weiter mit dem Boss dieses Lagers hier. Elektrizität aus den Windkraftwerken abzapfen, das ist unsere Mission. Zwei Pokémon hat er schon. Ein Baumpil. Wir können es ja mal versuchen. Wir haben eine Attacke. Amnesie bringt nicht viel. Klaps soll sogar effektiv sein. Ja, kriegt man hin, wenn ich wieder Härten am Start ist. Zu Klaps. Klapse ist zu böse. Schickst du die Klapse. So. Nächstes Pokémon. Charmian. Zurückgeschickt, das gibt's ja nicht. Naja, geht doch effektiver. Aber gut. Na komm. Das wird's doch nicht. Wäre doch gelacht, wenn wir den jetzt nicht besiegt kriegen. Das sind die Rucketrübel, Pokémon. Da haben wir immer noch nicht scheitern. So, ja komm. Besiegt. Level 11 für Chaos Chaos. Rübel von Team Galaktik besiegt. Nichts geht nie mehr gegen Strich als Kinder, die sich als starke Trainer puppen. Und mit 680 Puppen oder Gestik hast du gegen zum Rocket Rübel hervor. Gut, hier würde ich gerne kurz mal speichern, bevor wir weitermachen.
Wäre nicht schlecht. Gerne auch doppelt. Nein, nicht den Pudix. Auch das nicht. Jo. Okay. Hier sind wir wohl in den letzten Aufnahmen stehen geblieben. Und weiter geht's jetzt. Und wahrscheinlich nahtlos in einem Part. Gut, wir kämpfen jetzt hier gegen den Vorstand von Team Galactic. Mahlzeit. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir wollen eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Dafür arbeiten wir sehr hart. Und alles, was wir im Gegenzug dafür verlangen, ist Verständnis. Doch selbst das scheint viel verlangt zu sein. Niemand versteht uns. Du auch nicht, habe ich recht. Das macht mich wirklich traurig. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Pokémon-Kampf über alles Weitere entscheiden zu lassen. Na dann. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic diesen Ort verlassen. Naja. Diesen Ort, sagt er. Nicht dieses Land. Commander Marks fordert dich aus. Zubat, das ist dein. Sie. Der Commander. Nein, wir fangen jetzt nicht mit Gendern an. Das hat hier in Pokémon nichts zu suchen. Genauso wie diese Tapazze. So. Und Chaos wurde verwirrt. Wie kannst du das wagen? Ich kämpfe erstmal mit dem Mew. Das muss ein bisschen trainiert werden. Ich muss ein bisschen kämpfen lernen. Das haben wir, glaube ich, gerade erst gekriegt. Ja, das haben wir dort im letzten Part. Oder in diesem Part, wer weiß. In dieser Stadt bekommen. In den Augen von Flori haben wir das erhalten. Ach, dieser miese Austauschkampf, das ist doch... Ach, verdammt! Dieser miese. Nur besiegt. Also kriegt ihr keine Erfahrungspunkte. So, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen... Modi. Das wird das Effektivste sein jetzt hier. Jetzt hat man auch schon die Sticker gesehen. Die wir auch im letzten Part, glaube ich, gemacht haben. Oder in diesem Part, ich weiß es nicht. Ich glaube, der letzte. Okay, vielleicht soll ich mal ein bisschen mit einer Verbrennattacke, mit einer Feuerattacke versuchen. Da habe ich nicht viel Blut. Okay, Flinkklaue. Sehr schön, dann können wir sofort angreifen. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht doch lieber die Kampfattacken. Vielleicht doch lieber die Kampfattacken. Gut, wie wär's mit Tempo Hieb? Wäre sehr gut. Schnurrgast siegt. Ich kann mich daran erinnern, dass das immer ein heftiger Gegner war in Pokémon Diamant damals. In Originalspielen. Man hat versucht, Kratzfolie zu erlernen. Und ja, kann man einfach lernen. Kratzer zum Beispiel. Schwupp. Kratzer vergessen und Kratzfolie erlernt. Fantastico. Naria ist Level 15. Ikariko ist Level 16. Und weiter geht's. Weiter kämpfen. Das Zuba, das kriegen wir ja auch noch hin. Tempo-Hieb. Naja, das war nicht so effektiv.
Erstauner. Da bist du erstaunt. Glut soll effektiv sein, versuchen wir es mal. Ja, auf Zubat halt. Zubat besiegt. Commander Mars besiegt. Ich kann mich daran erinnern, dass das der erste richtige, der erste halbwegs schwere Kampf, also vor allem Schnurrgas, hat mich damals mit meinem Flick, habe ich ein besseres Team jetzt, oder das Team vom Gegner, vom Mars, wurde leichter gemacht. Halte ich auch für möglich, aber damals ein Pokémon Diamant, uff, das Schnurrgas, das war schon, das war eine Hausnummer. Ich kann mich dran erinnern, wie das wehgetan hat. Unfassbar. Du dreiste Rotznase. Du gewinnst 1536 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Commander Mars hervor. Nanü. Mary entwickelt sich. Dum, 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 dum. Na, sehr schön. Die nächste Entwicklung im Team. Das ist sehr wundervoll. Das ist voller Wunder. Glückwunsch, denn Mary hat sich zu einem Luxio entwickelt. Für Luxio wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein Schlag mit seinen elektrischen geladenen Krallen reicht aus, um jemanden bewusstlos zu machen. Es lebt mit Artgenossen in kleinen Gruppen. Okay. Ups. Da habe ich ja ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde von hier fürs Erste. Weg sind sie. Team Galactic. Sie reden immer davon, dass so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu erschaffen. Aber für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Papa! Pfui, du stinkst. Geh duschen, Papa. Was ist das für ein Empfang? Oh, tut mir leid. Ich musste pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Fräulein Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute verjagt. Jetzt taucht das Pokémon, Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Ich glaube, das war mal am Freitag, oder? Das tauchte mal am Freitag auf. Dann ist das ja auch so. Mal schauen. Das war hier, glaube ich, das, ich kann mich dran erinnern, das war hier in dieser Ecke. Die Ecke, das war das, oder hier vor dem, war das hier vor dem Kraftwerk? Irgendwo, ich glaube dort oder hier in der Ecke erschien das immer. Das gruselige Ballon-Pokémon, was in seinem Pokédex-Eintrag stehen hat, dass es Kinder entführt. Das Kinderentführungs-Pokémon. Und das taucht am Kraftwerk auf und der Vater denkt nicht dran, das zu verjagen oder sowas. Das ist, uff, das Kind freut sich noch darüber. Hm? Das ist eine Deep Story. Ich wurde schon oft vom Ballon-Pokémon entführt und ja, ihr wisst schon, es hat dann immer Süßigkeiten gekriegt und kam zurück. Wirklich, das ist, lest euch mal, vielleicht ist es in dieser Generation nicht mehr so, aber in der alten Generation, Pokémon Diamant war es da noch, dass diese Pokémon führt Kinder. What? Game Freak, what the fuck? So, dann können wir jetzt hier weiter, können wir auf die nächste Route gehen. Und dann können wir hier nochmal, wir haben noch Honig an den einen Baum geschmiert, dann können wir da mal gucken, ob da sich schon was getan hat. In den Augen von Flori. Da mal schauen, ob wir da noch was Tolles erreichen. Es müsste ja jetzt schon ein Weilchen her sein. Haben wir doch dran geschmiert, oder?
Ein süßer Duft liegt in der Luft. Möchtest du die Rinde mit Honig beschmieren? Ja, mach halt. Mit Honig beschmiert. Haben wir es jetzt gemacht.